Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ultratalent. Ich habe ein bisschen Meth vorher genommen, ich hoffe, das stört keinen. Mit dabei ist der liebe Christopher, aka Freddy. Ich glaube, er ist ein bisschen verstört. Dann machen wir doch mal ganz kurz hier den Rotpilz Schnurrbart. So, meine Freunde, ihr kriegt hier ganz kurz einen Bart mit Brille. Ja, jedenfalls geht es heute los mit einer Folge Ultratalent. Ich bin ein bisschen in der Eile, wie ihr vielleicht merkt. Bin ein bisschen verrückt drauf heute. So crazy, goddamn, hallo. Und ja, Freddy ist so. Ich gucke einfach immer seit einer Stunde nicht in die Kamera. Ist geil. Okay, Freunde. Ihr kennt Ultratalent. Letzte Folge Jeremy Pascal. Over the top mal wieder. Vielen, vielen Dank. Lasst auf jeden Fall jetzt wieder einen Daumen hoch da, wenn ihr nochmal eine Folge Ultratalent sehen wollt. Ja. Als würdet ihr das nicht nochmal sehen wollen. Und ich würde sagen, ja, machen wir einfach weiter und beginnen einfach mal, oder Freddy? Ja, okay. Alles klar. Ich habe Bock auf Katharina Keyboard. Hallo Katharina, hallo. Was kannst du? Ich kann Keyboard spielen. Nice, kann ich auch. Hab nur keins. Spiel mal. Okay. Und Elise ist auch wieder da. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Elise ist so eine Entspannung gerade. Ist echt schön. Kann ich auch noch. Echt? Mhm. Wie heißt das Lied? Für Elise. Warum Elise? Weil das er für seine Angebetete damals geschrieben hat. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Ich habe noch eine Frage. Nee. Könnte ich jemanden grüßen, weil sie hat morgen Geburtstag. Sind wir denn hier in der Gruselwunschbox oder was? Ja, du musst ihr aber nachträglich gratulieren, weil die Folge kommt erst am Sonntag. Du musst ein bisschen vordenken. Ja, ist egal. Ja, gratulier mal nachträglich. Ja, Sarah, ich gratuliere alles zum Geburtstag und damit sie auch weiß, wer sie ist, ich grüße Beate und ihren Essschrank. Ja. Essschrank! Mhm. Hier kann jemand unhöflich sein. Okay. Hallo, was kannst du? Ich mag dich nicht. Nö, das sehe ich jetzt einfach nicht ein. Was soll die Scheiße, Alter? Kannst du mich vielleicht mal ausreden? Meine Fresse! Hallo? Ich glaube, er hat sich gerade gemutet. Davy? Nee? Ja? Herzlichen Glückwunsch zu deinen 1 Million Abos. Das war ein Witz, du bist kacke. Er war jetzt nicht so gut, ne? Weißt du selber. User in your channel was kicked from the server. Ja oder nicht? War habe ich jetzt richtig reagiert, oder? Ja, war glaube ich unhöflich. Lass mal da hoch, wenn mehr. Das richtig war. Was kannst du? Ach nee, das ist Anna. Nee, du noch nicht. Du bist dran. Hallo. Hallo. Gute. Ja. Gute. Ja, ich bin's wieder, okay. Ja. Soll ich mal machen? Ja. Ich war gerade im Urlaub, Alter. Ich hab immer noch voll Chat mit. Egal. Hm. Halt die Fresse! Danke! Ja. Willst du noch wen grüßen? Nö. Den Essschrank? Maßbank abfertigen. Warum grüßt denn keiner den Essschrank? Will ja niemand den Essschrank rufen? Hier kann auch jemand den Titanic-Song auf der Blockflöte. Mach mal! Ja. Blockflöte ist das behindertste Instrument auf der ganzen. Das wird einfach alles geil. Every night in my dreams, I hear her. That is how I know you. Dankeschön. Alles gut. War schön. Okay, darf ich noch jemanden grüßen? Ja, ja. Deine okay. Blockflöte. Ja, die auch. Der ist Thorsten. ich grüße Yoshi. Den Essschrank. Und Paul.
Und den Essschrank grüßt keiner? Und den Essschrank. Warum grüßt keiner mit den Essschrank? Was kannst du? Kein Raps. Was ist Raps? Rapsöl. Ja, ich mache Raps und was wollt ihr denn hören? Dead Adam Raps. Raps, bitte. Ja, mach mal Raps. Ja, mach mal Raps. Okay, ich versuche jetzt zu rappen. Auf dem Highway durch die Nacht. Mit Power 106 im Radio weiter durch die Stadt auf jeden Fall. Nur freie Spur, Bruder. User was moved out of your channel. War fast das Original, also, ne? Nee, war scheiße. Highway durch die Nacht. Hier kann jemand Arnold Schwarzenegger. Ach du Scheiße. Hallo? Hallo? Ist der auf der ISS? Der ist gerade, Alter. Sam! Er kämpft so richtig durch den Dschungel. Wie weit der Volk ist. Die Hintergrundgeräusche. Arnold Schwarzenegger, als würde ich das so anhören. Das ist so monoton, er macht in einer Minute das Gleiche. Ich glaube, er hat gemerkt, dass er gemoved worden ist. Mach's gut, ne? Darf ich jemanden grüßen? Kannst ja reden. Ja. Ja, ich grüße den Dennis und. Ja. Den Essschrank. Ja, der zweite kriegt immer keinen Gruß. Du müsst euch immer ausdenken. Wen wollt ihr zuerst grüßen? Ne? Der zweite kriegt keinen Gruß, Alter. Ihr dürft immer einen grüßen. Wenn ihr fragt, darf ich einen grüßen, dann darfst du einen grüßen. Nicht mehr, das ist klar. Alter. Bist du bereit für. Ach nee, ich weiß, glaube ich, was das meint. Hier ist Chuck Norris. Was kannst du? Ja, du bist der echte Chuck Norris. Ja, ich bin der echte. Ja, jetzt mach mal dein Talent. Ich bin Chuck Norris. Krass. Nein, Alter. Mach nochmal. Chuck Norris. Alter! Freddy, wie heftig ist das bitte? Mach nochmal. Okay. Ich bin Chuck Norris. Was? Oh Junge! Das ist so authentisch, Alter. Das ist so krass. Noch einmal vielleicht? Ich bin Chuck Norris. Nein, das ist Chuck Norris, Junge, Scheiße. Wie lange hast du dafür geübt? Ja, nicht so lange, weil ich echt bin. Verpiss dich. Lol, hier kann jemand Chuck Norris Witze. Du kannst Chuck Norris Witze. Hallo? Sag jetzt bitte. Hallo. Lenny, bitte, mach einen Chuck Norris Witz. Ich? Ja. Ja. Kann locker einen raushauen, also. Ja, mach mal. Chuck Norris spielt Medizinball. Aha. Und was macht Chuck Norris noch so? Chuck Norris schläft nicht mit einer Waffe unter dem Kopfkissen, sondern die Waffe mit dem Chuck Norris unter dem Kopfkissen. Alles klar. Mach's gut, ne? Viel Spaß ja, bei Nightwash. User oder so. Chuck Norris spielt Medizinball. Das ist das Stimmste. So, pass auf, jetzt kommt eine Überraschung. Überraschung, Überraschung. Überraschung. Chuck Norris spielt Medizinball. Was kannst du? Hallo? Hallo. Was ist deine Überraschung? Schläfst du Medizinball? Ich weiß auch. Jung. Was kannst du denn, Sam? Alter. Chuck fucking Norris. Hör mir zu, okay? Hör mir zu, ja? Okay. Ich will jetzt, dass du Folgendes machst. Du stehst jetzt auf, streckst dich, gerade Statur, gehst aus der Tür, nimmst dir Blumen und schenkst dir dem Mädchen, was du verdammt nochmal liebst, und dann holst du sie dir! Du hast recht, danke, Baby. Mach's gut! Ja, so helfe ich Leute. Gut, machen wir weiter. Ich glaube, die mag keine Blumen. Alles klar! So, da gab es eine kurze technische Unterbrechung. Hier kann jemand Wale imitieren. Was kannst du? Valium? Hallo, ich kann Wale imitieren. Ja, mach mal. Also. Ja, das war auch schon alles. Super. Dürfte ich noch jemanden grüßen? Ja? Ja, also ich würde gern Mortum grüßen, weil er zum Friseur musste. User was moved on your channel.
Ach, das ist der Rapper gewesen, den wir eigentlich heute hätten. Ja, der musste dann. Weißt du, man muss sich immer überlegen. Guter Haarschnitt oder Erfolg? Mortem hat den guten Haarschnitt gewählt. Machen wir einfach weiter mit Anna. Ja, wisst ihr, wofür ich mich entschieden habe, Leute, ne? Für Erfolg. Anna, du bist jetzt dran. Hallo. Hallo. Hi. Ja, okay, fang okay, an. Ja. I don't like around this old empty home. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. Nice. The stars creep, I should sleep, but keep me away. It's the house telling you to close your eyes. Some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause all the truth may vary this. Shave and carry your body safe to show. Nice, Anna? Ja. Du kannst sehr gut singen, mach weiter so. Bin okay. Ich gut. Kann ich mal grüßen? Ja, klar. Ich grüße Sepp und Fabi und den Mortum, weil er heute zum Friseur muss. Ja, wir haben es geschnallt, Alter. Ja, wir haben es gecheckt, dass der Typ zum Friseur wollte. Meine Fresse, ist halt so. Ja, darauf erstmal eine Humba. Was kannst du? Ach du Scheiße. Ich kann mal Humba der Pressing. Mach mal. Humba, 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 da, 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 Humba, 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 da, da, da. Da kannst du mir, ob es noch Kartoffeln gibt. Was? Hm? Hast du mal vor, eine Ausbildung zu machen oder so? Oder einen Schulabschluss zu erreichen? Ich hätte dir auch gerne ein Haar gegeben. Aber du hast einfach willst du auch Mortum grüßen, weil er zum Friseur muss? Ja. Wie war das? Verpiss dich, komm. Alles klar, machen wir mal weiter mit den Autogeräuschen. Brummo. Es ist nicht schon die dritte Folge hintereinander, Alter. Wenn das jetzt, wenn der älter als 12 ist... Mit den Autogeräuschen? Ja, dann ist es schon ein Weltwunder. Alles mach mal klar. Hoch. Wie alt bist du? Das ist doch egal, oder? Ja. Zählt doch nur, was ich kann, oder? Ja, richtig. Du hast es erfasst, Alter. Du hast es erfasst. Du selbst hast es erfasst. Ja, wie nix heißt Autogeräusche, brumm, brumm. Und hat Thomas die Lokomotive als Profilbild, der Behinderte. Komm, mach. Oh Gott. Ja, was soll ich denn als erstes machen? Formel 1 oder ganz normales? Ein ganz normales erstmal. Okay. So ein Daihatsu. Das ist doch scheiße. Egal, hört sich eh gleich an. Wie hast du dein Talent entdeckt? Hat dir jemand auf der Straße gesagt, du siehst aus wie ein Auto oder was? Oder musst du auf dem Boden richtig fest drücken und dachte sich so, hui. Möchtest du jetzt noch das Formel 1 Auto machen oder willst du dir die Peinlichkeit ersparen? Nö, ich mach das schon. Alles klar. Ist gar nicht so schlecht. Muss ja auch immer bedenken, wenn man das hört, dann fährt er ja auch vorbei eigentlich, ne? Das heißt, er muss ja leiser werden, laut. Wir sitzen drin. Okay, das muss man vielleicht davor ja, aber super, sagen. Ich habe mich fast gefühlt wie Mika Häkkinen, ehrlich. Wie, genau. Ja. Ich vermisse Mika Häkkinen ein bisschen. Willst du noch wen grüßen, oder? Ja, ich Mika Häkkinen vielleicht. Ja, komm, halt die Fresse. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Das kann doch nicht sein, Alter. Was ist das für ein Typ, Alter? Ganz ehrlich? Ich fühle mich... Du bist verarscht jetzt. Ich fühle mich verarscht. Hier kann jemand Trompete spielen. User, du kannst Trompete spielen. Hallo? Hallo? Ja. Mach mal. Nee, willst du nicht. Ja, hallo, darf ich kurz was einwerfen? Wie lange spielst du schon Trompete? So lange. Wie bitte? Nicht so lange. Dafür ist es aber ganz gut, muss ich sagen. Okay. Darf ich noch den grüßen? Ja. Grüß dir Yannick und Morto. Der muss zum Friseur. Ja, komm, fick. Was ist das für ein Typ, Alter? Ganz ehrlich. Ja, was kannst du? Ich kann Beatboxen und gleichzeitig Flöte spielen. Mhm. Ja, und ich wollte sagen, Sturm, ich bin kein Spasti. Wahrscheinlich doch. Mach einfach mal. Hä? Was okay. Hab ich denn gesagt? Ja, ich bin der Kevin von letztem Mal. Ach ja, und ich soll... Nee, komm, nicht Mortum. Ja, okay. Nee, nicht Mortum, ja, alles okay. Gut. Nein, nicht Mortum. Ich sollte... Ja, nein, jetzt mach doch! Okay.
Kevin? Mhm. Ich muss dir leider doch sagen, dass du ein Spasti bist. Ist jetzt ein bisschen unangenehm, die Stille, aber Paluten im Hintergrund bricht die zum Glück bei mir im nebenan. Kevin? Nein, ich heiße nicht Kevin. Nee? Ja, dann mach's ja, gut, und, ne? Warte, nee, ich wollte eine Frage stellen. Ja. Ob ich vielleicht zwei Leute grüßen kann? Mortum und wen noch? Nein, nicht Mortum. Okay. Jan, Jenny, Michelle und Lucy. Das waren vier, du Spaß. Das ist ein Arsch, Alter! So, was hier? Was, FC Bayern Calls? User was moved out of your channel. Was kannst du? So, das Beste kommt zum Schluss. Heute ist keiner Illuminati confirmed, aber heute zeige ich euch ein Produkt. Mhm. Es nennt sich Awesome. Das Stück ist ein bisschen laut komponiert, also könnte es sein, dass ihr Gehörschaden mitträgt, aber ich hoffe, danke, dass das nicht so sein wird. Ja. Ich höre nichts mehr. Was? Nee, mach einfach, komm. Okay. es kann ein bisschen länger dauern, hoffe ich. Das stört nicht. Nee. Okay, gut. Roboter kämpft gegen Zombies, kämpft gegen Zauberer, kämpft gegen Ritter, kämpft gegen Piraten, kämpft gegen Nazis, kämpft gegen Aliens, kämpft gegen Monster, kämpft gegen Helikopter. Im Weltraum. Wo ich sind keine Ninjas? Musik. Wo sind die Ninjas? Genau vor eurer Nase. Aber ihr seht sie nicht, denn es sind Ninjas. Genau in diesem Moment stehen 42 Millionen Ninjas auf dieser Bühne. Awesome. Ja, nehmen Sie Awesome und spüren Sie die Gefahr. Gefahr ist die zweite Vorname. Nehmen Sie Awesome und Gefahr mit der ersten Vorname. Ist da Musik eigentlich? Nein. Und Nachname. Ey, wie heißt du? Gefahr, G.Mac, Gefahr, Awesome. Gefahr ist ihnen nicht brutal genug, nehmen sie Awesome und hängen sie Zit an ihren Nachnamen. Aber warum denn? Zit ist lateinisch für tödlich. Fungizid, Pestizid, Thilosarazid. Aber Latein ist eine tote Sprache. Double Kill. Awesome. Sie mögen Sprache? Vergessen Sie den Superlativ. Nehmen Sie Awesome und benutzen Sie den Ultralativ. Awesome. Awesome kommt zu Ihnen in drei überragenden Geschmacksrichtungen. Metall, Bart und Schmerz. Bart. Doch halt! Wir haben unsere Wissenschaft an Awesome gegeben, sie sind verrückt geworden und haben in dieser Sekunde 42 Millionen neue Geschmacksrichtungen entwickelt. Die beste davon. Explosion, Radioaktivität und Motorrad. Explosion. Sie was glauben, ist Awesome ist wie ein Gewitter? Falsch. Awesome ist ein Tornado mit Kuchen und Sauriern. Ein Kuchosauronado. Aber glauben Sie nicht mir. Ich bin nur ein Text, der Sie anschreit. Glauben Sie diesen Leuten, die Awesome selbst getestet haben? Boop! Über 9000! Boop! Seit ich Awesome nehme, muss ich nie wieder schlafen! Nie mehr! Boop! Ja, Awesome finde ich ganz in Ordnung. Awesome! Wenn Sie jetzt anrufen, mit Kreditkarte bezahlen und mir Ihr erstgeborenes Kind opfern, bekommen Sie Awesome plus Steel Edition gratis dazu! Aber was soll ich damit? Awesome! Vielen Dank. Ich grüße Mortum, weil er zum Friseur ist. Ja, komm, fick dich. Das Mortum, Mortum, ganz ehrlich, Alter, fick dich. Du hast ein Lifetime-Ban hier. Fick dich, Mortum. Egal wie gut du rappen kannst, fick dich. Du hast dich entschieden, zum Friseur zu gehen, ja? Kurz nochmal auch an der Stelle liebe Grüße an Jan Philipp Zimny. Das war nämlich der Typ, der die Awesome-Werbung geschrieben hat. Das ist kurz mal, weil er hat die ja einfach geklaut und nur vorgelesen. Aber er hat es gut vorgelesen. Er hat es gut vorgelesen. Fand ich aber mehr impressive, als ich noch gedacht habe, es wäre von ihm. Das stimmt. Aber ich finde es cool. Das und, stimmt, war ganz cool. Leute, das war es von einer etwas anderen Folge Unterland. Ja, bleibt Chuck Norris, ihr wisst, was läuft. Und Spielt Medizin bei meine Freunde. Macht's gut. Ich will eure Instagram-Bilder sehen, wo ihr Medizinball spielt. Haut da rein, macht's gut. Tschüss. Ciao.